Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Quotech GmbH. Heute geht es um Nachfüllautomatiken. Viel Spaß beim Zuschauen. Heute stellen wir euch mal unsere stromlosen Nachfüllautomatiken vor. Das Top-Up Nano 2 Liter und das Top-Up Nano 4 Liter sind zwei Behälter, die kann man auf dem Aquarienrand aufsetzen. Wird hier mit der Schraube festgeschraubt, stehen stabil. Nachfüllautomatiken brauchen wir ja, wenn man längere Zeit nicht zu Hause ist oder ja, jetzt ist ja gerade die Urlaubszeit, also wenn man jetzt ein paar Tage weg ist, muss ja irgendjemand das Wasser nachfüllen bei kleinen Becken, wo dann eben die Wasserstandsschwankung ziemlich stark ist. Und dafür gibt es eben die zwei Nachfüllautomatiken hier. Die funktionieren eigentlich ganz einfach. Ich zeige es euch mal jetzt hier. Ich ziehe es mal ab. Hier unten sind zwei Anschlüsse drin. Und da kommt jetzt eben der mitgelieferte Schlauch. Das machen wir jetzt mal zusammen. Jetzt müssen wir mal messen, wie lang der ist. So, schneiden wir mal ein kurzes Stück und ein langes Stück runter. So, die kommen dann da drauf. Einmal, zweimal. Und der eine, der muss unter Wasser sein, der lange, und der kurze auch. Sieht man jetzt, der ist ganz, ganz knapp. Und jetzt befülle ich mal die Nachfüllautomatik und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So, jetzt haben wir es aufgefüllt. Da gehen jetzt, ja, wie vorher schon gesagt, 2 Liter rein in die kleine. Jetzt machen wir den Deckel drauf mit den zwei Schläuchen. Dichtung ist da drin, dass es dicht ist. Ihr seht da, der kurze Schlauch ist schräg abgeschnitten, dass das Ding ein bisschen schneller oder feinfühliger reagiert. Jetzt halten wir die Schläuche geschwind zu. So, jetzt ist drin. Und man sieht, es passiert nichts, weil eben beide Schläuche unter Wasser sind. Jetzt simulieren wir mal die Verdunstung vom Wasser im Aquarium und dann tun wir was raus. So, man merkt schon, wird es ein bisschen rausgetan und jetzt läuft es eben nach, das Wasser rausgetan hat. Gut, das war jetzt ein 1/2 Liter. So viel verdunstet in der Regel nicht innerhalb von 2 Sekunden. Und man sieht, jetzt ist der Wasserstand wieder gleich wie vorher im Aquarium und oben ist eben das Wasser, was verdunstet ist, oder beziehungsweise das Wasser ist jetzt nachgefüllt. So, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Da kann der Strom ausfallen, wie er will. Und geht keine Pumpe kaputt oder sonst was. Und wie gesagt, die gibt es in 2 verschiedenen Größen, in 2 Liter und in 4 Liter. Für ein kleines Becken bis 100 Liter ist das sicherlich ausreichend für ein paar Tage. Je nach Verdunstungsrate eben. Müsst ihr dann selber wissen. Gut, heute mal ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Abonniert uns auf den Kanälen YouTube, Facebook und Instagram. Bei YouTube die blaue Glocke aktivieren. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und kommt mit eurem Aquarium gut durch den Sommer. Ciao!